So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS2. Draußen blökt es schon wieder rum hier. Wir sind immer noch nur Level 15. Eieieiei. Wir brauchen definitiv mehr XP. So, wir haben eine Fracht auszuliefern. Nach Anna, was auch immer da, an Anna Conner. Sagt mir gar nichts. An Kona, ne. Da denke ich direkt an Corona. Okay, Okay. wir fahren los. So. Krasser Track nimmt frei. Oh, wir müssen natürlich wieder Musik einschalten, dass die nicht automatisch mal startet, wenn man die zuletzt aktiv hatte. Gut, schon wieder das gleiche Lied. Lol. Aber wieder vom Hafen rauf, ne? Also ja, mit der Fähre. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Und diese Ausfahrt. Ich fahre schon wieder auf alte Gewohnheiten zurück, ne? Beim einfachen den Kreisverkehr blinken. Och nö. Oh, rechts ab. Hier brauche ich noch gar nicht blinken. Ich muss jetzt da vorne blinken. Biege nach links ab. Dieser Huckler her. So. Neu berechnen. Diesmal müssen wir auf der Insel bleiben. Wir müssen bei der Insel nach unten, ne? Das heißt, diesmal können wir rausfahren. Ja. Diese Katze. Was auch immer man ihr angetan hat.
Jetzt habe ich bestimmt grauenvoll. Ah, Straße frei. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Natürlich direkt wieder rot hier. Ah, wow. Gibt's hier keine Gelbphase? Was ist hier los? Tja, jeder kann wieder nur 80 fahren, leider. Schade. Aber gut, ich meine, auch bei der 90er Strecke sind die meisten LKWs ja nur 80 gefahren, weswegen wir da immer überholen mussten. Von daher. Aber das hier zumindest bei der 80er Strecke hoffentlich etwas seltener. Da vorne ist ein Iveco. Hä? Ein was? Warum steht da nicht Iveco direkt drauf, sondern dieses Braco? Wenn Iveco doch lizenziert ist. Ich meine, jetzt gibt es auch LKWs hier von Iveco. Ist doch ein Iveco-Transporter, oder? Der sieht doch astrein aus wie einer. Okay. So, hoffentlich brauchen wir diesmal nicht so viele Unfälle. Wäre ganz lieb. Und ich habe wieder zweimal das Navi offen. So. Das ist wichtiger. Na, wir haben mehr als 20 Stunden Reserve. Cool. Okay, nicht mal 80 kann er halten. Jetzt natürlich schon. Ich überhole trotzdem. Und also LKW direkt vor der Nase zu haben, ist einfach mal zu blöd, wenn man immer bremsen muss, nur weil die da nicht aus den Potten kommen. Ja. Meine Maus macht schon wieder Gaga.
läuft die ganze Zeit der Blinker. Ja, moin. Okay, das sieht jetzt nicht so geil. Das klingt voll langweilig. Leck mich. Manche Lieder erinnern mich so ein ganz bisschen so an Crazy Frog damals. Das ist ja hier richtig Steppe, ey. Wow. Willkommen in Amerika. You are late. Pizzeria. So viele Parktaschen hier, was denn los? Der überholt uns denn gerade einen LKW? Junge, jetzt 80er Strecke, was ist los mit dem? Oh, er fährt 90. Ah, schön wieder zurück in die Reihe mit dir hier, ne? Sachen gibt's ja nicht, ey. Biege nach links ab.
Ah, ja, scheiß Rückspiegel. Hä? Wieso wartet ihr auf uns? Die warten alle auf uns. Was ist denn los hier? Lol. Was für liebe Menschen hier. Weißt du, nicht nur, dass sie Vorfahrt hatten, sondern wir waren auch noch auf einer Straße, wo ein Stoppschild war. Das heißt, man musste sogar stehen bleiben. Und trotzdem warten die direkt auf uns. Wie cool ist das denn bitte? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Oh, da stand schon zu weit auf der Straße. Ja, klar. Junge. Alter, was... Es ist doch wohl offensichtlich, oder denke ich mal, bekannt, dass man eine zweispurige Kreisverkehr hat, Straße hat, und der Kreisverkehr auch zweispurig ist, und man auf der Straße links fährt, man sich beim Kreisverkehr auch links einordnen muss. Nee, da kommt er einfach auf meine Spur. Junge, was los mit dem? Es ist ja... So was halt dämliches habe ich ja lange nicht mehr gesehen, yay. Meine Kinder. So, wollen wir mal die Gas geben hier? Immer geradeaus. Immer geradeaus, genau. Ich schwimme kurz durch die Wand. Was? War nicht 70 erlaubt gerade? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Warum ist auf der Straße eine 40 erlaubt, Digga? Die ist so weitläufig. Warum darf man hier eine 40 fahren? Das macht doch keinen Sinn. Ja. Und der fährt nicht mal 40. Der fährt 4, wenn es hochkommt. So, wir müssen auf die andere Insel, also müssen wir nach... Ne, wir müssen nach da, oder? Da oben müssen wir hin. Ich guck mal vorher nochmal ganz kurz. Aber wir mussten eigentlich... Hey, wir müssen nach unten. Ah, ne. Ah, okay. Ah, ja, okay. Ja, doch, genau. Nach oben, genau. Nur hier geht's erstmal nach unten. Warum auch immer ein Schiff erstmal runterfahren sollte, damit er dann nach oben fährt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hier genauso. Weißt du, wenn hier eine Schiffsroute lang geht... Da kann auch das Schiff direkt hier lang fahren und dann hier auf die Straße, auf diese Wasserstraße aufbiegen. Aber nö. Heißt das überhaupt so Wasserstraße? Ich habe keine Ahnung. So, wir müssen auf jeden Fall nach da oben. Da. Let's go. Okay, lass uns eine neue Route finden. So, mögliche Fahrzielanzahl. Also. So, let's go. Wir müssen wieder Lichter machen hier. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Digga, ich muss mal links. Was ist los mit dir, Mädel?
biege nach rechts ab. Hey, wo ist das Auto gerade hin? Da war gerade ein Auto. Oh, egal. Ja, das war meine Schuld. Was blinkt die im LKW? Achso, ja klar, die... Ja, die Blinker von den Autos läuft natürlich auch in die Fahrerkabine rein. Kennt man ja. Ja, wie gesagt... Wow. Ach, der ist einfach weitergefahren. Ja, cool. Siehst du, ist ja gar nichts passiert. Ja, wie gesagt, was so Laternen angeht, ist das Spiel nicht so geil. Und Autoscheinwerfer gehören einfach auch mit dazu. Also Autolampen. Dass die in die Fahrerkabine reinleuchten. Ne, aber jetzt zum Beispiel die Laterne, jetzt vor uns, also so ist richtig. Aber spätestens jetzt dürften wir hier im LKW kein Licht mehr haben. Weil die Laterne über unserem Dach ist. Also wie soll sie hier komplett reinleuchten? Ich meine, so eine kleine Fläche, ja, weil wir haben hier oben ein Fenster, aber der Großteil halt nicht. Ne? Hier war auch wieder nur 40. Fahren wir rum eigentlich. So eine weitläufige Straßen hier, ja? Hier könnte man locker mit 60 lang fahren. Wir fahren 43, voll viel zu schnell, Alter. Dreck Strafzettel. Wir brauchen noch 6 Stunden und haben 30 Stunden Zeit. Erste Ausfahrt nehmen. Das heißt, wir könnten uns sogar nochmal schlafen packen. Ich wollte W drücken, nicht 2. Wir können uns sogar nochmal schlafen packen, dann ist wieder ein bisschen heller. Macht das Sinn? Ja, nur eigentlich schon. Können wir auch gleich tanken gehen? Dann passt doch alles. Warum kann ich schon nicht schlafen? Ah, hier doch. Oh, 2 Cent preiswerter. Und ungefähr 20 Euro preiswerter als gerade in Berlin. Also pro Liter, ne? Warte mal. Ah, nee. Ich dachte gerade, die Dinger, da kann man richtig lesen, dieses Schild, aber ist viel zu niedrig auflösend gemacht. Schade.
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Also ich, das Schild immer am Anfang mit den 30 km/h zugelassen, also Höchstgeschwindigkeit. Dafür gehen die Schranken echt sehr langsam auf. Da hast du ja echt immer Angst, dass du da voll gegenrast, gegen so eine Laterne da. Schranke. Will ich ja nicht. Oh, wir fahren 80 fahren. Thank you.
Sehr, sehr schöne Gegend hier. Gerade mit diesen ganzen Feldern da, den ganzen Sonnenkollektoren und überall, die ganzen entfernten Häuser. Die Gegend hier ist so schön, ey. Holy moly. Ah. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ist dann so, ne? Bis dann.